Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Letzter Tag vom Ultra-Bonus, letzter Tag Brüten. Wir fangen das Video an mit einem 10er Ei. So, letzte Chance auf Shiny Regionales. Labgas. 100er Labgas bräuchte ich noch. 502. Knapp. 509 oder so, 7 war, glaube ich, 100er. Die letzten Eier für heute, fürs Event. Nochmal Taugos, 100. Alter, am Anfang hatte ich so wenige Taugos und jetzt so viele. Mein Gott, das ist das schlechteste vielleicht. Nicht ganz, aber mein schlechtester. Und noch ein Knaller für heute. Oh, Mauzi. Wir sehen uns später wieder mit mehr Eiern. So, noch mehr 7er. Schauen wir mal, ob wir heute noch einen Knall haben. Nee, Pantimos ist sicher kein Knaller. Und es müssten 3 sein. Ich versuche die ganze Zeit 2 Plätze zu schaffen. Oh Gott, Pantimos. Um dann 2 Eier zu kassieren, aber es kommt immer nur ein Ei raus. Ich weiß nicht, ob Niantic das schon zu früh abgestellt hat oder was weiß ich, aber ich habe heute noch kein einziges Mal 2 Eier bekommen. Jedes Mal nur 1. Schade. 3 regionale, aber nicht das, was wir sehen wollen. Wir haben 4 Eier, glaube ich. Dann kann ich den Rest meiner Eier abholen. Shiny 98er Max oder normal 100? Beides. Ja, na, schade. 100er Alola Vulpix brauche ich noch. Jetzt kommt Shiny nur für euch, Mann. Oh. Hab gestern Shiny Yama bekommen. Glückwunsch, Sonja. Shiny Pantimos und 2 Shiny Mewtwo, super. Ja. Letztes Ei. Das letzte Ei vom Event. Abgesehen von denen, die ich gerade im Inventar habe. Oh, Alter! Es ist Shiny, aber es ist Pantimos. Für den Stream. 1 Shiny für den Stream. Der Bonus ist vorbei. Ich muss sagen, endlich. Ich habe sogar noch ein regionales Shiny gebrütet. Es war aber leider Pantimos. Mal schauen, vielleicht kann ich den gebrauchen, aber an sich, irgendwann werde ich den ja wild fangen. Also, ich hätte lieber ein Porento und dann kein Gamma noch gehabt. Oder so ein, sogar ein drittes Taugos, das hätte ich dann auch noch vertauschen können, aber Pantimos, keine Ahnung. Ob ich irgendwie einen Taugos, Porento oder Kangama, Lucky, Shiny für einen Pantimos bekomme? Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall ist es endlich zu Ende. Und ich sage endlich, weil ich habe eine Sache sehr, sehr, sehr gestört. Und zwar war das, komischerweise, das, was Niantic neu eingeführt hatte mit den 2 Eiern. War sehr nett gemeint von Niantic. Danke, Niantic. Aber, ich muss sagen, das war ein kleiner Fail. Du wolltest halt nie ein Geschenk öffnen, wenn du nur einen Platz hattest. Weil du kannst ja theoretisch möglicherweise 2 Eier aus dem Geschenk bekommen. Und wenn du nur einen Platz hast, geht sozusagen ein Ei verloren, ist verschwendet. Deswegen, immer wenn du einen Platz hattest, konntest du keinen Stop mehr drehen, musst immer drauf achten. Und es war irgendwie so nervig. Außerdem hast du dann mal gedreht, dann bist du halt den halben Tag rumgelaufen, ohne zu drehen. Das war so, so, so nervig. Und endlich ist es vorbei, endlich kannst du einfach drehen, wann du willst. Auch davor, wenn du einen Platz hattest, hast du einfach Geschenk aufgemacht, bis der Platz gefüllt ist mit einem 7er-Ei und dann ging es weiter. Aber so musstest du die ganze Zeit drauf achten. Und dann hattest du halt endlich 2 Plätze, hast ein Geschenk aufgemacht und hast nur ein Ei bekommen. Und dann ging es wieder weiter, konntest nicht drehen. Das war meiner Meinung nach extrem schlecht und nervig. Wie gesagt, war nett gemeint von Niantic, aber in der Ausführung, in der Praxis war das irgendwie nicht so geil. Und gefühlt, das ist echt nur mein Gefühl, kleine Verschwörungstheorie, als es noch nur ein Ei aus dem Geschenk war, habe ich echt fast aus jedem Geschenk ein Ei bekommen. Ich glaube so, der Schnitt war immer bei mir 15 von 20. Und jetzt bei 2 Eiern aus dem Geschenk, hatte ich so oft 2-mal, 3-mal, 4-mal hintereinander kein einziges Ei. Ist fast so, als hätten sie das ausgeglichen, dass 2 Eier aus dem Geschenk kommen. Wodurch man theoretisch dann einfach doppelt so viel brüten hätte können. Ist gefühlt, wie gesagt, gefühlsmäßig, als hätten die das ausgeglichen, indem sie seltener Eier in die Geschenke packen.
weil ich hatte dann so oft zwei, dreimal hintereinander einfach gar nichts. Wobei ich dann früher mit einem Ei einfach zwei aus drei, sagen wir mal, Eiern bekommen hätte. Und so hatte ich einfach zwei, dreimal hintereinander nichts und dann zum Beispiel zwei. Dann hatte ich zum Beispiel vier geöffnet, gesamt, und dadurch dann drei Eier. Und normal hätte ich auch vier geöffnet und davon drei von vier auch drei Eier bekommen. Also im Grunde genommen hat sich das irgendwie ein bisschen ausgeglichen, so gefühlsmäßig, anstatt dass sich das einfach verdoppelt hat. Ich würde euch gerne sagen, wie viel ich genau gebrütet habe von den sieben Eiern. Ich habe aber nicht mitgezählt. Ich kann nur auf Instagram nachschauen, weil da poste ich jede Woche meine Adventure Sync Belohnung. Wir schauen mal im Archiv nach. Könnt mir übrigens gerne auf Instagram folgen. Gestern war 226 Eier, okay. Und 111,8 Kilometer gelaufen. Das war Woche 3 sozusagen. Woche 2 war 123,3 Kilometer gelaufen, 199 Eier ausgebrütet. Wir sind jetzt schon bei über 400 Eiern. Und erste Woche, da habe ich noch nicht so viel gebrütet, muss ich sagen. Habe mich dann kurzfristig doch noch entschieden, ein paar Zehner zu brüten auf der Jagd nach Inkognito. Wie gesagt, erfolglos. 90,3 Kilometer und 141 Eier. Sprich, wir haben über 500 Eier, 550 Eier in den drei Wochen gebrütet. Das sind 183 Inkubatoren. Gebt euch mal, 183. Das ist echt verdammt viel. Und jetzt zu der Ausbeute. Wir gehen mal ausgebrütet ein und schauen mal unsere Ausbeute an. Hier ungefähr hat es angefangen mit dem Fluffeluff. Ein Shiny. Kusilla, zwei Shiny. Barschwa, drei, ich erinnere mich. Drei Shiny. 100er Tarnen, nicht schlecht. So, da, hier kommen hier schon die ganzen regionalen. 98er Klingblim. Hat mich gefreut. Dann kam eine Weile gar nichts. Vulpix Shiny war sehr nice. 40 Shiny. Kaugus 98, das Beste, leider kein 100er bekommen. Aber vielleicht irgendwie nur durchtauschen noch. Dann. Wir sind bei 4. 100er Stuhl Junior, warum auch immer, Kusilla 5, Taurus 6, Magby 7, Taurus Nummer 2, 8 und dann das Pantymos von gestern Abend noch 9. 9 Shinies in über 500 Eiern. Ja, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie viele Eier ihr ausgebrütet habt und wie viele Shinies ihr bekommen habt. Und 200er drunter gewesen. Und ein Inkognito. Ein Inkognito, leider der falsche Buchstabe. Tarnen 100 und ein Stoll Junior 100. Dann können wir mal ganz kurz die regionalen abchecken. So, Taugos. Gebrütet habe ich. Zwei habe ich getauscht. Die müssen wir dazu zählen. Sprich, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35 Taugos. Von denen sind zwei Scheine geworden. Und einen hatte ich schon davor. Kangama. Kangama sind es. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28. Also Taugos hat krass aufgeholt. Am Anfang hatte ich echt am wenigsten Taugos und jetzt irgendwie am meisten. 28 Kangama, kein einziges Shiny. Und Porenta. Porenta, ups. Sind es 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Genau 30, kein Shiny. Pantymos können wir nicht nachzählen, weil ich habe schon alle verschickt. Man kann natürlich noch sagen, am Anfang, also Silphiot macht ja immer so Analysen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ungefähr ist für ein Shiny. Und irgendwann dazwischen soll die Shiny-Rate irgendwie gesunken sein, also seltener geworden sein. Kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil ich habe meine 2 erst am Ende bekommen, meine 3. Aber irgendwann dazwischen soll es echt schwieriger geworden sein. Statistisch gesehen, also bestätigt ist natürlich nichts. Und Niantic hat, glaube ich, sogar ein Statement dazu gemacht, dass sie nichts dazwischen verändert haben. Man weiß nicht so genau, aber Inkognito zum Beispiel auch sehr, sehr selten gewesen. Kann man sagen, zu selten? Ich weiß nicht. Wir haben es gestern im Stream angesprochen. Weil, wenn man es zu häufig macht, dann sagen wieder alle, ah, es muss selten bleiben, es muss doch was Besonderes sein. Aber wenn es selten ist, so wie jetzt zum Beispiel, die Shiny Regionalen und Inkognito, dann sagt jeder, boah, Digga, ich habe so viel gebrütet und nichts bekommen, hat sich gar nicht ausgezahlt, schon leiden und sowas. Also auf jeden Fall sehr schwer, so das Mittelmaß zu finden. Ich muss ehrlich sagen, ja, es war zu selten. Also ich habe über 500 Eier gebrütet, 550. Ich habe eigentlich, abgesehen von dem einen C-Day, wo ich 5 Geschenke verpasst habe,
die maximale Anzahl gebrütet an 7er Eiern und ich habe nicht alle Regeln bekommen. Mehr geht einfach nicht und wenn du das Maximale machst, was geht und nicht alles bekommst, ist schon ein bisschen unbefriedigend. Vor allem, ich habe ja maximale Zeit und maximal Geld reingesteckt. Es gibt ja genug Leute, die können nicht so viel gehen, dass sie alle 20 Geschenke und Eier darin öffnen und brüten können an einem Tag. Das ist ja auch eine Menge Kilometer. Und natürlich nicht alle, die genug reincashen, um die ganzen Inkubatoren zu haben für die ganzen Eier. Also nicht jeder brütet über 500 Eier. Dementsprechend ist es ja noch schwieriger für die, alles zu bekommen, was man wollte. Aber keine Angst, Leute. So wie wir Nighty kennen, kommt alles nochmal wieder. Es kommt bestimmt nochmal ein Event, wo Safari Zone oder sowas, wo 1er regional dann spawnt. Und dann auch in Shiny. Und da werden wir uns dann massig abgreifen. Zu den ganzen Ultra Boni. Woche 1 fand ich sehr schwach. Die Raubkatze nochmal hat mich nicht wirklich gejuckt. Die Cognito aus den Eiern hat mich nicht wirklich gejuckt, nur das L. Ich habe es am Ende noch versucht, aber auch nicht wirklich. Zweite Woche war schon interessanter. Die Ox ist angeswarmt. Problem ist, abgesehen davon, halt auch nichts. Hätte ich den schon gut gehabt oder hätte ich kein Interesse an dem gehabt, hätte ich an dem ganzen Ultra-Bonus kein Interesse gehabt. Das mit den Regionalen war okay, habe eine Menge gebrütet. Und dann Woche 3 natürlich Mewtwo ging abnormal krass ab und dann halt immer noch weiter gebrütet. Aber die 3 Wochen waren nicht wirklich ein Bonus. Also war schon ein Bonus nett, aber im Grunde genommen haben wir ja keinen Bonus gehabt, eine Belohnung für uns, sondern wir haben ja dafür gezahlt. Wir mussten so viel brüten, wir mussten so viel raiden, konnten so viel raiden und so viel brüten. Es war eigentlich nur eine Cashmaschine, das ist zwar ein netter Sommerbonus für Niantic, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld finanziert durch uns, aber für uns war es ja kein Bonus, wir mussten ja echt eine Menge reincashen und seitdem gibt es auch eine Menge Diskussionen im Internet und sowas, Pay to Win, Cashen und dieses, Niantic Geld geil. In diesem Monat, diese 3 Wochen, Niantic hat da gut Geld gemacht, auf jeden Fall. Also das war jeder Bonus, alles war darauf ausgelegt, dass wir Geld reinzahlen. Für die Pässe, für die Inkubatoren, für die schlechten Boxen. Also hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn wir eine Menge reingecashed haben. Wie gesagt, nicht unbedingt sehr befriedigend, was das angeht. Viel reingecashed und wenig rausbekommen, sage ich mal. Und ich denke, viele haben dieses Gefühl, dass sie nicht wirklich entlohnt, belohnt wurden. Für das, was sie reingesteckt haben. Niantic ist ein bisschen inkonstant, was Sachen angeht. Auch Shiny-Raten, was sie selten machen, was sie nicht selten machen, wie selten sie etwas machen. Wenn ich sage, etwas soll nicht selten sein, das verwechseln viele unter euch, dann heißt es nicht gleichzeitig, dass es häufig sein muss. Es gibt immer noch was dazwischen. Wenn ich sage, eine Sache muss nicht selten sein, dann muss es nicht automatisch hierhin rüberspringen und häufig sein. Es gibt immer noch ein weites Spektrum dazwischen. Das checken halt viele von euch nicht. Keine Ahnung wieso. Wenn ich sage, es ist nicht selten, heißt nicht automatisch, es ist sehr häufig oder soll sehr häufig sein. Und eigentlich muss ich da, denke ich mal, nochmal drüber Gedanken machen und da ein paar Sachen anpassen. Aber das war's von mir und dem Ultra-Bonus, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief, wie viele Eier habt ihr gebrütet, wie viele Shinies habt ihr bekommen, habt ihr die Cognito-Buchstaben bekommen, wie viele Mewtwo habt ihr gemacht, wie viele Shiny Mewtwo habt ihr bekommen, wie fandet ihr den Ultra-Bonus? Jetzt momentan noch gar kein Event, gar kein Bonus, gönnt euch die Auszeit, nur Giratinas am Start. Könnt davon ein paar machen, wenn ihr wollt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.